Basket brauchen. Da gebe ich schon mal ja, 4 Stück in Auftrag, mehr geht nicht. Sag mal, es ist 13 Uhr und hier ist es gerade dunkel. Man kann nie zu viele Fallen haben. Ich bin gerade dabei, 40 Fallen? Stück zu craften. Wo macht man denn Fallen? Oh, die sind sogar schon fertig, dann könnte ich eigentlich sogar noch ein paar mehr machen. Ich würde sagen, einmal rund ums Haus und einmal um die Veranda. Wo sind denn Fallen? Ich finde keine. Leute. Bei Fallen. Wo ist denn hier Fallen? Also hier sind Gebäude, Möbel. Ich finde hier keine Fallen. Also wenn ich Fallen eingebe, kommen da keine Fallen. Werkzeuge und Fallen, das mittelste. Mit dem Schraubenschlüssel. Ach so, Werkzeuge und Fallen. Ah, Druckplatte. Alteisenspitze. Spitzer Stamm. Ach hier, das sind Fallen, diese spitzen Stammdinger und so. Stacheldraht, ja. Nice. Wollen wir nicht Stacheldraht machen? Habe ich noch nie getestet, keine Ahnung. Dritte Verteidigungslinie außenlang nochmal. Was? Wer denn die dritte Verteidigungslinie außenrum? Um die ausrollen. Aber es kommt später, glaube ich, erst. Weil ich es gesehen hatte bei YouTube. Ich mache jetzt Stacheldraht. Mach Stacheldraht. Ja. Ja, und dann schön nebeneinander, damit es gut aussieht. Ja. Was brauchst du für Stacheldraht? Eisen. Das ist halt das Blöde. Eisen ist aber ist eigentlich... Verbrauch. Unser schönes Eisen. Ja. Ja, das... Tut weh. Mir egal. Aua, ich habe mir selber weh getan. Ich habe gerade eine Fackel geschlachtet. Verzeihung. Sehen wir wieder anbauen? So, Robert? Das, wo sie dran war, steht nicht mehr da. Ich habe hier dieses Stacheldraht gerissen. Wo soll ich den Stacheldraht hinbauen? Am besten. Du wolltest dir doch einen hübschen Platz aussuchen. Also, gut. Kommen wir da noch durch? Nee, ne? Wir tun uns auch weh an dem Stacheldraht. Nee, ist für alle. Okay. Die Feier. Ja, würde ich sagen, nicht zu nah ran, oder? Ja. So, direkt vor dem Eingang vielleicht. Da kommen, konzentrieren sich halt drauf, auf den Eingang. Na, wenn ich das jetzt hier so hinmache? Robert? Warte mal, ich war gerade hinten. Ja, da so. Und dann nach links und rechts. Ja, gut. Wer macht denn da auf die Tür ein? Das bin ich. Das hat Spaß gemacht. Nee, weil ich hier nochmal Frames hinsetze, dann haben wir hier einen sicheren Bunker eigentlich. Ich baue uns mal einen Notausgang. Wie war denn das? Lauft hier bloß nicht in den Stacheldraht rein, ne? Der ist ganz schön... sieht man kaum. Oh je. Da sollten irgendwelche Bilder ran. Oh, was ist das? Das ist ja scheiße. Ich habe den Stacheldraht hier falsch gesetzt. Fuck. Ja, okay. Ich glaube, ich ein Zombie. Kann das sein? Echt? Kann durchaus sein. Also ihr müsst mal aufpassen mit dem Stacheldraht, der ist jetzt aus Versehen nicht aneinander. Ich weiß nicht warum, der ist jetzt so versetzt. So ein bisschen. Den sieht man so schlecht. Ja, den sieht man echt schlecht. Da müsst ihr jetzt links und rechts noch irgendwelche Warndinger ran. Also irgendwas macht die komische Geräusche. Du nennst für, ich hab hinter dir so ein Spike platziert, nicht, dass du reinrennst. Mhm. Alles gut. Aber hier sind ja keine Bäume mehr. Wir haben ja hier nichts mehr. Deswegen habe ich neue angepflanzt. Wenn ihr alle bloß abhackt, dann kann er nichts nachwachsen. Na, typisch Mensch. 5 Minuten in der Natur und schon ist die Natur weg. Ja. Ist doch böse. So, ich brauche Holz, ich brauche ein paar Fallen. Es macht gerade Spaß, die Fallen zu platzieren. Ich kennzeichne mal eben unseren Stacheldraht hier. Der anderen eine Falle? Ja, das bin ich schon gewohnt, in meine eigenen Fallen reinzurennen. Das ist Standard bei mir, das gehört dazu. Man muss die alle austesten, damit man auch weiß, dass sie wirklich funktionieren. Im Ernstfall. Ah ja. Und geschmiert mit deinem eigenen Blut, da... flutscht die Falle auch so, besser. Leute, der Stacheldraht ist jetzt gekennzeichnet. Das geht jetzt von den Holzblöcken. Also, falls ihr seht, da sind jetzt Holzblöcke, die markieren das. Mal sehen, ob wir es sehen. Ja, das ist nicht zu übersehen. Und das ist ziemlich gut. Also, jetzt sieht man das wirklich ganz gut.
So. Hauptsache, die Zombies sehen es nicht. Also, meine werten Zuschauer, bitte betrachtet dieses Meisterwerk von einem Draht... Was ist das hier? Maschendrahtzaun? Keine Ahnung. In the morning. Alter, was ist hier los? So. Oh Gott, da komme ich nie wieder hoch. Kommt man da überhaupt bitte hoch? Bitte noch jemand eine Axt? Was? Bitte? Eine 71er Axt inzwischen. Wie, eine gute Axt, oder? Eine gute Axt. Was ist denn hier los? Ich komme gar nicht mehr rein. Ja, gib mal her. Ja, warte mal, hier auf dem Boden. War die Axt. Warum hast du so schöne Sachen eigentlich an? Ich hab nicht so schönes... die Axt ist weg. Nein! Ah, ich hab's aufgehoben. Okay, alles gut, ich hab's. Ah, oh Gott, ich dachte gerade, die ist da reingefallen. Ich hab keinen Schrecken ein. Das ist schön. Noch ein Bild. Meinst du, das die ersten Scheiße, Gitter dann? Stehen schon mal und wie gesagt, da kann man halt richtig nice durchschießen. Ich komm da nicht mehr hoch, Leute. Oh, das sieht aber cool aus mit den Gittern. Das ist ja richtig cool. Ich komm da nicht mehr hoch. Ich bin auch hast du nicht Mario gespielt? Geplumpst oder so. Ja, das, ich hab Mario gehasst. Ich bin oben. Ich bin oben. Oh, fast wieder hier runtergesprungen an der anderen Seite. Habe ich gerade richtig gehört? Du hast Mario gehasst? Nein, ich liebe Mario, aber ich bin so mega ausgerastet bei manchen Leveln. Ja, das gehört dazu. Ich meine, mein erster Gameboy musste auch dran glauben, wo ich wirklich verzweifelt bis ins letzte Level gezockt habe und du konntest ja nicht speichern oder so. Du musstest ja von Anfang bis Ende durchzocken. Ja, und wenn dann die Batterie abschmiert und du im letzten Level bist, bist du nicht so begeistert. Das ist scheiße. So, ich glaube, ich könnte mal was zu essen und trinken verkraften. Ich wollte auch gerade hier was auf dem... Oh, da ist ja gar kein Holz mehr drin. Hey, könnte ich auch mal hier so ein paar Sachen in die Truhe pfeffern. Lass ich hab was reingepackt. Scheiße. Ja, was ist denn das alles? Ist ja auf einmal so viel Zeug in der Truhe. Achso. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was produziert. Um das Level aufzutreiben. Also. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, ja, das einfach so zu machen. Kostet ja kaum was. Das finde ich ja auch gut. Hä? So. So, hab noch ein bisschen Essen auf dem Grill gepackt. So, erstmal so ein altes, verrottetes Sandwich essen. Mh, lecker. Ich kann skillen, yay. So, Lederverarbeitung. Kann ich's jetzt? Weiß ich nicht. Boah, geil. Richtiges Boiled Meat, Bacon und Eggs. Ich hab keine mehr. Das ist ja eine richtige Fressorgie, die wir hier starten können. Also ich habe jetzt Leder richtig hochgeskillt, eigentlich diesen einen Skill da, Lederverarbeitung, aber immer noch nicht, dass ich Leder machen kann. Nein, das ist ein Perk, kein Skill. Achso. Okay. Was ist da ein Perk? Sowas, was man extra kaufen kann. Du bist da unter Skill? Ja, bin ich ja. Ich bin hier, wenn ich auf Kleidung gehe, Lederverarbeitung kaufen, ja. Ich glaube, wir haben gar kein Wasser mehr, kann das sein? Ach, oder haben wir irgendwo anders Wasser? Ledergerben. Jetzt sehe ich es auch, ja. Na egal, ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich Lederverarbeitung hoch, beim nächsten mache ich dann Ledergerben, dann ist auch gut. Nicht schlimm. Gut, gut, gut. Was wollen wir denn jetzt noch alles Sinnvolles machen? Oder was müssen wir denn jetzt noch alles Sinnvolles machen? Wir könnten ja eigentlich schon mal gucken, ob wir uns eine Armbrust craften können. Dann hätten wir ein bisschen mehr Damage anstatt auch mit dem Bogen. Eisen, oder? Genau. Armbrust braucht man ein Rezept. Ja, Mist. Ach, ja, hier, Rezept. Schade. Kann man andere Waffen machen? Gibt es irgendwas Schönes? Blunderbuss könnte man noch machen, ohne Rezept, glaube ich. Aber der ist jetzt nicht so knülle. Jetzt echt nicht viel an Waffen, ne? Donnerbüchse. Ja, das andere sind die Schusswaffen, da braucht man immer Einzelteile zu. Also hier ist eine Donnerbüchse, ich weiß nicht, ob die viel bringt. Lohnt sich nicht.
Wenn ich den Crossbow sehen kann und daneben dieses Buch, dieses Zeichen mit dem Buch ist, habe ich das dann schon erlernt oder? Wir waren ja. Wenn es hell ist, hast du es erlernt. Wenn es noch dunkel ist, dann nicht. Mist. Okay, dann Mist. Ja, ach Mist. Wo sind denn hier die Spikes, die ich gecraftet habe? Ah, da, gut. Dann setze ich noch mal ein paar Spikes. Aber oh, man kann ja wirklich die kurzen Eisenrohr selber machen. Wir könnten auch, wenn wir wollen, uns eine Mine noch by the way machen. Da holen wir dann ein paar mehr gute Ressourcen raus. Entweder willst du noch ein Bild haben? Warum machen wir denn eigentlich hier das geschmiedete Stein nicht direkt? Das ist doch viel besser, oder? Geht nicht. Achso, ja. Ja. Das ist ein bisschen ressourcen- und zeitaufwendiger, da wir jetzt gerade so in der ersten Woche ein bisschen knapp sind. Bild. Hab's. Ist ja sogar ein anderes, ne? Ach, schön. Ja. Das ist ja toll. Gut. Dass die mal cool, so rum sind, wie man es will. Spikes um die Base gesetzt. Ist der langweilig, Lanfee? Wenn du willst, kannst du ein bisschen Metall schnappen und die Spikes verbessern. Welche Spikes? Die ich hier ums Haus gesetzt habe. Welches Metall? Das, hier die Eisendinger, meinst du? Genau, das, nee, das Metall. Rap Metal, das ganz normale, was man überall rausbekommt. Ja? Achso. Nicht das geschmiedete Eisen. Hier die Eisenbruchstücke, meinst du? Okay. Moment. Warum laufe ich jetzt hier lang? Ich nehme nämlich schon mal mit Holz. Was soll ich jetzt damit verbessern? Nochmal? Ja, auf Rechtsklick kannst du die Teile dann mit Holz und mit Stahl verbessern. Mit Holz? Jetzt habe ich kein Holz mitgenommen. Ja, ich verbessere sie mit Holz. Ich versuche nur nochmal schnell ein bisschen Holz an den Start zu bringen. Also ich kann hier nichts verbessern. Die fallen oder was? Ja, diese Holzbikes, diese lustigen Holzpyramiden, die ich ums Haus gesetzt habe. Moment. Achso, muss ich das auch ausrüsten? Moment. Aber die kannst du erst mit Stahl verbessern, wenn sie mit Holz verbessert wurden. Ja, geht auch nicht. Na ja, Mist. Muss ich nochmal hoch. Und da komme ich jetzt wieder dreimal. Oh Mist. Zombie, Zombie, Zombie. Baum fällt. Schon so still? Nee. Da ist ein Zombie auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, er kommt angerannt. Lass unsere schönen Stacheldrahtzäune in Ruhe. Oh, jetzt ist mein Bogen natürlich kaputt. Na toll, ich kann nicht reparieren. Was, wo? Wow. Screamer. Wo? Wow. Und noch einer. Ich kann glaube, nicht. Scheiße, alle meine Bogen Zombies sind kaputt. Ich kann nichts machen. Fuck. Oh, scheiße. Bitte was? Wer schießt? Ich, weil meine Bogen sind alle kaputt. Oh! Auf der anderen Seite sind noch zwei. Ach, Stück. Kommt noch mit wie? Hier auf der anderen Seite haben wir noch ein paar. Ja, ich will jetzt nicht alle Pistolenmunitionen hier leer machen. Scheiße. Hör jetzt auf, die Spikes kaputt zu machen. Ich bin gerade dabei, hier die Dinger zu setzen und du Arschzombie machst sie kaputt, oder wie? Ja, ich kann nichts machen. Alter. Was für eine Nachbarschaft. Kein Anstand. Komm ich denn in die, bei dir in den Garten und dreh den Zaun um, du Arsch. Wahrscheinlich. Dein Kriecher schon da. Den Weeper. Ich glaube, den habe ich erschossen, der so rumgeschrien hat. Also ich habe keinen Screamer gefunden, gesehen. Ich habe einen abgeballert. Geht der jetzt wieder? Hallo? Hä? Man muss die nachladen, ne? Achso, okay, hab's. Gut. R drücken. Ja, hab's. Alles gut. Ach da. Boah, irgendwie mit dem Inventar komme ich hier immer nicht klar. Also ein bisschen verwirrend gemacht.
Ja, das ist so eine Sache, die hat mich auch schon irgendwie mal so ein bisschen gewurmt. Na, die Leiste da unten ist einfach viel zu wenig, also weiß ich nicht. Allgemein sind auch so die wichtigen Sachen zu klein, finde ich. Also ich kann jetzt hier trotzdem überhaupt nichts verbessern, wie soll denn das gehen? Ja, die ich schon mit Holz verbessert habe. Ja, ich versuche ja auch die mit dem Holz zu machen, aber irgendwie geht hier gar nichts. Ich sehe dich nicht an denen, die ich schon verbessert habe. Na, hier sehe ich doch, dass die komm mal so zu mir, aussehen. Komm mal zu mir. Wo bist du denn? Ich stehe an der anderen Seite vom Haus. Ja, genau die. Und da versuche ich ja schon. Hast du... Ja, du brauchst ja noch eine Axt oder eine Wrench oder irgendwas, womit du verbessern kannst. Hast du so einen Schraubenzieher? Ich hab das hier. Nee, mit der kannst du nicht verbessern. Warte, nimm mal hier den Schraubenzieher. Damit geht das mit dem Metall besser. Bitteschön. Dankeschön. Und das mit der Axt. Oh, ich brauche eine Axt. Aha. Weil die Steinaxt, die verbessert Holz eigentlich auch ganz gut, da kann man nicht schmeckern. Nee, klappt trotzdem nicht. Der will Eisen haben zur Verbesserung. Genau, dieses Roheisen, was du ja aus dem Stein rausholen kannst. Achso, ich hab ganz anderes mitgenommen. Na gut. Dann ist ja kein Wunder. Oh, aua, ich tue mir schon wieder weh. Wie hat es das Geschmiedete ein? Nee, Geschmiedete ist in der Kiste. Geschmiedete habe ich nicht dabei. Okay. Wann kommen jetzt nochmal genau die Zombies? Kommen die jetzt in der Nacht oder erst in der nächsten Nacht? Nee, erst in der nächsten Nacht. Also haben wir noch ein bisschen, okay. Zack, geht um. Ich fand das ja so geil bei mir im Game, da sind die wirklich Punkt 8 Uhr, sobald es Nacht war, sind sie, Punkt 10 Uhr jedes Mal, wenn es da Nacht war, sind sie dann gekommen. Die erste sowie die zweite Horde auch. Konntest du die Uhr nachstellen. Nur gespannt, ob das jetzt hier auch so läuft. Ach da, das Eisen. So, dann mal gucken, ob das jetzt mit dem Eisen funktioniert. Am besten die vor der Tür, ne? Mensch, ich höre hier dauernd einen Zombie, aber ich bin hier undetected. Warum höre ich denn hier diesen blöden Zombie? Wo ist der denn? Ernsthaft, zeig jetzt fehlt dir das Holz? Hey, das ist doch alles. Hey, ich habe doch Eisen. Jetzt habe ich die Dinger dabei, die er braucht, und es geht nicht. Also, obwohl ich die Dinger dabei habe, sagt er, ich habe sie nicht dabei. Ich weiß nicht, warum. Dann bin ich überfragt. Ja, irgendwas scheint hier nicht zu funktionieren. Warte mal. So, mir ist das Holz ausgegangen. Nee, geht nicht. Ist das vielleicht zu wenig? Aber ich habe jetzt 13 Eisen in der Tasche und es geht gar nicht. Nee, 13 Eisen ist zu wenig. Da brauchst du schon mal so an die paar hundert für diese ganzen Spikes hier. Oh mein Gott, ich sterbe! Was, wieso? Was denn? Ich bin durch die ganzen Dinger durchgerannt. Ach, Mann. Oh Gott. Ja, das war gerade dämlich. Naja. Die Schmerzmittel helfen. Die bringen, glaube ich, 25 Leben. Schmerzmittel? Wo haben wir diese weißen Pillen. So, was können wir denn nochmal hier so Nützliches jetzt für die Nacht machen? Oh, ich verdurste gerade, sehe ich gerade. Sieht ja erstmal Leben ab. Also es dauert ein bisschen, bis man wurzelt ist. Ups. Das hat ihm das aber auch keiner sagt. Nein! Oh. Hat das jetzt gereicht? Nee. Oh Mann, jetzt muss ich ganz schön viel trinken hier. Wir brauchen bald wieder trinken, Leute. Ich brauche noch mal was holen, ja. Ja, ich habe hier so 32 leere Flaschen, die habe ich schon mal gesammelt. Es ist jetzt Nacht, ne? Oh Mann. Ja, ist Nacht. Dann schon Nacht? Aufpassen. Dann warten wir auf den Tag, bis wir Wasser holen. Ah. Okay, dann setze ich hier gerade noch mal einen Aufnahme-Cut. Ich mache das jetzt einfach immer in der Nacht. Ich würde auch kurz mal auf Toilette gehen. Ja, auch nicht. Ja, willst du einen kleinen Break machen? Ja, also Leute, ich mache jetzt kurz einen kleinen Break, nicht wieder wundern, ne?